Weiten, über die nur noch der Wind streicht. Einst hat sich hier Weltgeschichte entschieden. Schlachtfelder. Sie bergen noch heute viele Geheimnisse. Verdun, Stalingrad, Leipzig oder Waterloo. Wo immer eine Schlacht über den Kriegsausgang entschied, ist ihr Name zum Symbol geworden. Doch große legendäre Schlachten sind immer die Summe von hunderttausenden Einzelschicksalen. Wie das der Frontsoldaten, die an ihre Liebsten in der Heimat schreiben, sie sollen sich keine Sorgen machen, alles werde gut. Oder des jungen Offiziers, der schöne gemeinsame Tage beschwört und seiner Frau zuredet, sich, sollte er fallen, einen anderen Mann zu suchen, damit sie nicht alleine bliebe. Über 500 Briefe wurden in Stalingrad entdeckt, die ihre Empfänger nicht mehr erreichten. Schlachtfeldarchäologen enthüllen neue Details. Und sehr Persönliches von den Wendepunkten unserer Geschichte. Von den Menschen auf beiden Seiten der Front. Es ist die Rekonstruktion der letzten Minuten im Leben der Gefallenen. Auf deutschem Boden fand im Oktober 1813 die bis dahin größte Schlacht der Menschheit statt. Das kolossale Völkerschlachtdenkmal von Leipzig erinnert an den Kampf, an dem über ein Dutzend europäische Länder beteiligt waren. Eine Koalition unter Führung von Russland, Österreich und Preußen wollte die Vorherrschaft Frankreichs über den Kontinent brechen. sechshunderttausend Soldaten prallten vor den Toren Leipzigs aufeinander. 200 Jahre danach ist das ausgedehnte Schlachtfeld Forschungsgebiet für Archäologen und Historiker. Vom Ringen der Deutschen um Befreiung von Napoleons Diktat berichtet ein ganzer Stoß von Briefen, die im Original erhalten sind. Der Major eines ostpreußischen Landwehrbataillons, Karl Friedrich Fritzius, war ein glühender deutscher Patriot. Aber die Trennung von seiner Frau Friederike machte ihn schier verrückt. Meine himmlische Rike, ach, könnte ich mich doch niederwerfen vor dir und küssen deine Knie und danken dir für deine Liebe, Karl. Das Schlachtfeld bei Leipzig war geprägt von Sümpfen, zahlreichen Flüssen und Bächen. Ein schwieriges Terrain, auf das ganz Europa gebannt blickte. Voller Furcht, aber auch voller Hoffnung. Das Schicksal des Kontinents entschied sich hier, in nur 4 Tagen. Es war ein Gemetzel. Die Einheiten marschierten aufeinander zu, legten an und feuerten. Deckung gab es keine. Schon am ersten Tag war das Feld überfüllt mit Toten. Insgesamt ließen über 100.000 Soldaten und ungezählte Zivilisten ihr Leben. Viele Skelette und Schädel konnten die sächsischen Archäologen bergen. Sie erkennen immer wieder Hiebspuren am Kopf. Zeichen für brutal geführte Nahkämpfe mit dem Säbel. Mann gegen Mann. Hier wurde einer knapp über dem Ohr getroffen. Doch Archäologen finden mehr heraus. Nicht nur über die Todesursache, auch über das Leben der Soldaten. Im Sächsischen Landesamt für Archäologie werden auf den ersten Blick unspektakuläre Knochen untersucht. Ein Teil einer versteiften Wirbelsäule. Zeichen für Arthrose als Folge von den langen Gewaltmärschen mit schwerem Gepäck. Viele Fußsoldaten erlagen den Strapazen der Feldzüge ohne Feindeinwirkung. Das Lagerleben hat andere Spuren hinterlassen. Heute noch gut zu erkennen, die dunklen Verwachsungen am Hinterkopf. Dieser Soldat hatte Syphilis. Am 4. Tag der Völkerschlacht schlug die Stunde des Briefeschreibers Karl Fritzius. Er wurde zum Held. Seine Einheit erstürmte als erste das von den Franzosen besetzte Leipzig. Der Sturm musste 4 bis 5 Mal wiederholt werden. Und mit tief bekümmertem Herzen muss ich gestehen, dass die Hälfte meines Bataillons ein Opfer geworden ist. Und nur wenig später notiert er, dass,
wir vor dem Tore unter 1000 Leichen unser Lager aufschlagen müssen. Dort steht heute das Denkmal des nachdenklichen Helden. In tausenden Boxen haben die Archäologen die Spuren der Völkerschlacht gesichert. Zum Beispiel Knöpfe. Sie sind oft das Einzige, was neben den Knochen erhalten blieb. Nur an den Prägungen auf den Knöpfen, die meist eine Regimentsnummer zeigen, können die Forscher heute Freund und Feind unterscheiden. Der französische Adler eines Offiziers und die Symbole der Marineartillerie von der fernen Atlantikküste, Anker mit gekreuzten Kanonen. Das letzte Aufgebot aller Kräfte konnte Napoleons Niederlage nicht verhindern. Das Völkerschlachtdenkmal kündet bis heute von diesem Wendepunkt der deutschen Geschichte. Nach Leipzig wurde Napoleon auf die Insel Elba verbannt, doch er kam zurück. Seine letzte Chance suchte der Kaiser der Franzosen im heutigen Belgien, bei Waterloo. Diese Felder wurden Schauplatz einer Epochenwende. Napoleon, der die Ideen des revolutionären Frankreichs in Europa verbreitete und die Kontrolle über den Kontinent erlangen wollte, suchte die Entscheidungsschlacht. Es wurde seine Schicksalsschlacht. Briten und Preußen stellten sich gegen den Franzosen. Karl Fritzius ist wieder Augenzeuge, wenn Geschichte geschrieben wird. Er berichtet seiner himmlischen Rike ganz privat. In der gestrigen Schlacht wurde der Kopf meines Pferdes durch eine Kanonenkugel halb weggerissen. Ich stürzte sehr gefährlich nieder. Fritzius überlebt, leicht verwundet. 40.000 andere Soldaten lagen am Ende dieses Tages tot auf den Feldern von Waterloo. Für die Archäologen hat die letzte Schlacht Napoleons so gut wie keine Spuren hinterlassen. Doch Dominique Bosquet von der wallonischen Archäologiebehörde gelang ein einzigartiger Fund. Er entdeckte zufällig bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemals britischen Stellungen ein Skelett. Das einzige, das je freigelegt wurde, und zwar genau hier. Die tödliche Kugel steckte dem Mann noch zwischen den Rippen. Im Bereich der Hüften fanden sich Kupferscheiben, daneben ein seltsamer Stein. Ein total verkrustetes Objekt, darunter ein Holzstück mit den Initialen CB. Wer war CB? Die Kugel soll einen ersten Hinweis liefern. Bosquet legt das Beweisstück auf die Waage. Gramm. Dieses Gewicht hatten ungefähr die französischen Bleikugeln. Und der Durchmesser bestätigt diese Vermutung. Unser Mann wurde von einem Franzosen erschossen. Doch welche Nationalität hatte CB? Die Vorderladergewehre wurden damals mit einem Feuerstein abgeschossen. Der seltsame Stein aus der Grabung stellt sich nach der Reinigung als solch ein Feuerstein heraus. Und er hat exakt die Maße, die in englischen Brown-Bess-Gewehren verwendet wurden. Unser Mann wurde also von einer französischen Kugel getroffen, trug ein englisches Gewehr und starb in britischen Stellungen. Man kann sich vorstellen, dass ein verwundeter Soldat sich hinter die Linien zurückgezogen hat und hier gestorben ist. Für uns ist das sehr wahrscheinlich ein Engländer. Die Analyse des Skeletts deutet auf einen zierlichen Menschen hin, der eigentlich nicht dazu geschaffen war, schwere Ausrüstung über lange Strecken zu tragen. Doch das musste er, das zeigen Verschleißerscheinungen der Knochen. Und auch an seinem Gebiss finden die Forscher aufschlussreiche Spuren. Die linken unteren Backenzähne sind stark abgeschliffen. Unter dem Mikroskop erkennt Dominique Bosquet seltsame vertikale Rillen an diesen Zähnen. Die Erklärung? CB war ein Infanterist, der sein Brown-Bess-Gewehr sicher tausende Male mit den typischen Pulverkartuschen geladen hatte, die man mit den Backenzähnen aufriss. Die Schlacht bei Waterloo blieb lange Zeit unentschieden. Die Wende kam erst, als der preußische Feldmarschall Blücher gegen Abend seine Truppen heranführte und so den Briten zu einem denkwürdigen Sieg verhalf.
Seit dem 18. Juni 1815 steht in der ganzen Welt das Wort Waterloo für Niederlage. Napoleons Niederlage. Sein Stern verglühte in Waterloo. Der Adler war gestürzt. An dieser Stelle kämpften seine letzten Truppen. Die Flucht des großen Kaisers, sein letztes Kapitel, hat Karl Fritius auch beschrieben. Napoleons Reisewagen ist in unseren Händen. Er entsprang demselben ohne Hut, Degen und Montierung. Napoleons Aufstieg und Fall gehört zur Weltgeschichte. Von CB hören wir zum ersten Mal. Im Labor wird seine Geschichte ganz nah und greifbar. Wir erfahren immer mehr vom Schicksal des Soldaten CB. Seine Gürtelschnalle wird gerade gereinigt. Das verkrustete Objekt entpuppt sich als sein Löffel, mit dem er die letzte Ration vor der Schlacht eingenommen hat. Doch noch viel aufschlussreicher sind die Kupferscheiben, die sich nach der Restaurierung als Münzen herausstellen. Ein Numismatiker erklärt Dominique Bosquet die Zusammensetzung der Geldbörse von CB. Französisches Geld mit dem Porträt Napoleons. Das hatten alle dabei, aber auch, und das ist die Sensation, deutsche Münzen. Zwei Pfennigstücke aus Hannover. Jetzt ist klar, CB war ein Deutscher. Genauer gesagt wohl ein Hannoveraner. Die Hannoveraner hatten als Verbündete in den englischen Reihen bei Waterloo gekämpft. Die deutsch-französischen Kriege sollten noch nicht zu Ende sein. Der bittere Höhepunkt war ein Jahrhundert später, im Ersten Weltkrieg. Zum Symbol der Feindschaft wurde ein Ort, Verdun. Bei Verdun standen sich über 1 Million deutsche und französische Soldaten gegenüber. 2.500 Geschütze verwandelten die Landschaft in eine Kraterwüste. Der deutsche Angriffsplan sah vor, Frankreich in einer Sichelbewegung unter Verletzung der Neutralität der Niederlande und Belgiens zu besiegen. Zunächst erfolgreich, doch dann wurde aus dem Bewegungskrieg ein Stellungskrieg. Vor Verdun kam es zum Stillstand. Die Armeen gruben sich ein. In Schützengräben lagen sich die Gegner oft nur wenige Meter gegenüber. Ausbluten war die Strategie der Materialschlacht. Doch die Generäle beider Seiten hatten sich bald etwas Neues einfallen lassen. Unterirdische Stollen, um Sprengladungen unter den feindlichen Stellungen zu zünden. Ein deutsch-französisches Forscherteam will den Krieg aus dem Untergrund wieder ins Bewusstsein rücken. Juliette Roy-Prévot leitet die Ausgrabung. Seit fast 100 Jahren war niemand mehr in diesem Stollenlabyrinth, das unter die Schützengräben getrieben wurde. Adolf Buchner erforscht seit langem diese Kampfstollen, aus denen heraus der Gegner in die Luft gesprengt wurde. Die Landschaft ist noch immer durch die alten Krater gezeichnet. Ein Trupp schafft Arbeitsgerät heran. Der Einsatz unter Tage wird extrem schwierig. Alles muss griffbereit sein. Deutsche und Franzosen haben ein gemeinsames Ziel. Die Archäologie erlaubt uns, authentische Spuren wiederzufinden. Wir stoßen auf Dinge, die seit 100 Jahren nicht mehr berührt wurden. Das ist ein anderer Blick auf die Lebensbedingungen der Soldaten in diesem industrialisierten Krieg, der zu einem ganz anderen Typus des Lebens an der Front geführt hat. Dadurch erlangen wir auch ein neues Wissen über den großen Krieg überhaupt und über die Fähigkeit des Menschen, sich jedem Gelände anzupassen. Der Zugang in das unterirdische Labyrinth hat gerade einmal 80 cm Durchmesser und führt extrem steil in die Tiefe. Da in den Stollen einst gesprengt wurde, kann überall gefährlich lockeres Gestein drohen. Die Männer dringen ein in die Welt der Dunkelheit. In der Schlacht um Verdun gruben sich Deutsche wie Franzosen ein, um den Krieg unter der Erde fortzusetzen. Eine unterirdische Festung.
Es war ein Leben in ständiger Kälte, Feuchtigkeit, Enge, Gefahr und Angst. Todesangst. Die Stollen hatten nur einen Sinn, den Gegner in die Luft zu jagen. Buchner ist in einem gut verbauten Abschnitt unterwegs. Die Kanthölzer wurden von deutschen Pioniereinheiten gesetzt. Wasser. Die Forscher haben ihre Badhosen angelegt. Das Vordringen wird immer schwieriger. Das Wasser reicht bis über die Hüften. Ein Stolleneingang ist komplett abgesoffen. Der daneben auch. Hier geht es nicht weiter. 15 Meter, Adi. 15 Meter? Ja. Jetzt kommt das vorbereitete Material zum Einsatz. Schläuche und Pumpen. Die Männer arbeiten unter Hochdruck, der Pegel steigt, Oberflächenwasser dringt nach. Nur mit Pumpen können sie sich länger in diesem überfluteten Bereich aufhalten. Wassermarsch. Ein erster Teilerfolg. Neben einer Kammer sind verrostete Rohre erhalten geblieben. Die Spezialisten erkennen Teile einer Wasserleitung aus dem Ersten Weltkrieg. Die damaligen Soldaten hatten also auch schon mit eindringendem Wasser zu kämpfen. Ein gewaltiger Aufwand. Die Front in den Argonnen sicherte die westliche Flanke von Verdun, das nur durch eine Verbindungsstraße mit Nachschub versorgt werden konnte. Wäre es den Deutschen gelungen, diese Lebensader zu unterbrechen, wäre Verdun für die Franzosen verloren gewesen. Die Front hielt. Der Nachschub floss weiter in die Festungsstadt Verdun. Es entwickelte sich eine Abnutzungsschlacht, die einen unablässigen Strom von Menschen und Material verlangte. Auf der Anhöhe von Vaucouens tobte der Minenkrieg wohl am heftigsten. Der ganze Berg wurde unterminiert und das Dorf komplett weggesprengt. Noch heute zeugen die Krater von gewaltigen unterirdischen Sprengungen der deutschen und französischen Mineure. Die Todesstollen sind zum Teil noch erhalten, so wie sie 1918 verlassen wurden. Die Funde zeigen, die Soldaten hatten sich auf ein unterirdisches Leben eingerichtet. Einige Stollen bekamen sogar Namen, wie Straßennamen. Der Kaiserstollen. In diesem einfachen Bett schlief sehr wahrscheinlich der junge Leutnant Erwin Rommel. Der spätere Wüstenfuchs befehligte eine Einheit im unterirdischen Minenkrieg um Verdun. 1 bis 2 Meter Vortrieb wurden pro Tag geschafft. Noch heute erkennt man gut die Pickelspuren. Eine Arbeit immer in der Angst, der Gegner könnte schneller sein und früher sprengen. Deshalb war der Horchdienst mit seinen Stethoskopen extrem wichtig. Er ortete wie in einem U-Boot die Aktivitäten des Gegners. Die Forscher bergen Gasfilter für die Schutzmasken. Denn Giftgasangriffe wirkten sich auch auf die Soldaten unter Tage aus. Denn durch die Belüftung drang das tödliche Gas auch in die Schächte. Im Argonner Wald ist Ruhe eingekehrt. Die Pumpen haben ihre Arbeit verrichtet. Falls der Gegner seine Arbeitsstelle weiter vorbringen sollte. Der deutsch-französische Forschertrupp kann endlich weiter vorstoßen. Doch zuvor liest Teamchef Buchner seinen Leuten Zeilen aus einem Originaldokument vor, aus dem Kriegstagebuch der hier stationierten Einheit. Ein Drittel links in 7 Meter Entfernung gehört. Also 7 Meter schon verdammt nahe. Verdammt nahe und verdammt gefährlich. Zum ersten Mal seit beinahe 100 Jahren betreten wieder Menschen dieses unterirdische Labyrinth. Ein seltsames Gefühl für Adolf Buchner.
dieser Minenkrieg, der war wirklich nervenzerreißend. Vor allem dann, wenn es an den Gegner ranging, wenn man wusste, der Gegner kommt unterirdisch einem entgegen, das hat ja der Hochdienst festgestellt, kann ja jeden Moment gesprengt werden. Und was hat man dann? Dann ist man vielleicht eingeschlossen oder zerquetscht oder man erstickt. Also man hatte vielfache Möglichkeiten zu sterben. Sterben für Kaiser und Vaterland. Die Forscher haben ganz persönliche Funde eines Opfers des Minenkriegs geborgen. Die Uhr des Soldaten Xaver Franz Hermanutz vom 120. Infanterieregiment. Aus der Dunkelheit der Stollen schrieb er an seine Eltern im württembergischen Altheim diese Zeilen. Was sich uns hier offenbart, ist die Macht der Finsternis. Und auch eine weithin gottlos gewordene Menschheit. Hermanutz fiel am 17. Februar 1915 unter der Erde von Vauquois. Er wurde 25 Jahre alt. Die Minenarchäologen vermessen und dokumentieren das freigelegte Teilstück. Das Wasser hat die Anlage perfekt konserviert. Doch das Wasser drängt die Forscher auch zur Eile. Es steigt schon wieder. Hast du einen Strang? Die Aufzeichnungen offenbaren die ganze Komplexität der unterirdischen Kriegsführung. Mit einem ungeheuren Aufwand an Menschen und Material versuchten die Generäle beider Seiten durch den Minenkrieg, die Front vor Verdun wieder in Bewegung zu bringen. Vergebens. Das Sterben ging an Ort und Stelle weiter. Die junge Generation sollte wissen, warum unser Europa heute so ist, wie es ist. Warum es die deutsch-französische Freundschaft gibt, die auch durch die Erfahrung von zwei Weltkriegen geprägt ist. Die schmutzige und beklemmende Arbeit der Forscher soll eine vergessene Facette des Ersten Weltkriegs für die Nachwelt festhalten. Ein Teil der Stollen wird konserviert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aus dem Bergbau und sehr wirkungsvoll. Ein gefährlicher Fund, eine deutsche Sprengladung. Solche explosiven Hinterlassenschaften lagern noch an vielen Stellen und müssen geräumt werden. Sprengstoff. In der Hölle von Verdun starben 1916 täglich im Durchschnitt 6.000 Menschen. Verdun wurde Symbol des industrialisierten Krieges und zum Trauma einer ganzen Generation. Und doch war es nur der Auftakt zum nächsten, noch katastrophaleren Krieg. Knapp 30 Jahre später tobte in der Steppe Russlands die Entscheidungsschlacht um Stalingrad. Im Winter 1942-43 wird die 6. Armee von Stalins Divisionen gestoppt und schließlich eingekesselt. Das Schlachtfeld heute. Der Arbeitsplatz einer russischen Archäologiebrigade. Sie besteht überwiegend aus Freiwilligen. Viele von ihnen haben Verwandte, die hier gefallen sind. Felder des Totenreichs nennen sie das Gelände. Mit dem Metalldetektor und dem GPS fahnden sie nach den Hinterlassenschaften der Kämpfe und nach den Schicksalen der Gefallenen. Der Detektor hat angeschlagen. Die Forscher wissen, dass hier Meter für Meter umkämpft war, denn im Hinterland lagen die für die eingeschlossenen Deutschen überlebenswichtigen Feldflugplätze. Diesmal ist es nur ein kleiner Fund, eine deutsche Patrone. An der Wolga wurden die Deutschen gestoppt, die mit ihrem Überfall auf die Sowjetunion weit nach Osten vorgedrungen waren. Erbittert verteidigte die Rote Armee die Stadt, die Stalins Namen trug. Und es gelang ihr schließlich, eine ganze deutsche Armee einzukesseln. Die Schlachtfeldforscher haben mittlerweile mehrere Fundstellen lokalisiert. Immer wieder meldet der Detektor Metall unter dem Steppengras. 70 Jahre lag es unberührt hier. Galina Oreschkina leitet die Gruppe. Sie ist hier aufgewachsen und hat als Lehrerin ihren Schülern vom Großen Krieg erzählt.
Aus den Kriegstagebüchern des Oberkommandos hat sie besonders umkämpfte Stellungen identifiziert und lokalisiert. Detektivarbeit, die immer wieder zu berührenden Funden führt. Hier war ein großes Durcheinander. Die Deutschen und daneben die sowjetischen Gräben. In einem deutschen Graben haben wir einmal eine Kinderpuppe gefunden und gleich auf der Gegenseite eine ähnliche Puppe aus Gummi. Ein deutscher und ein russischer Talisman, den beide Väter ihren Kindern nicht zurückbringen konnten. Je enger sich der Ring um Stalingrad schloss, desto verbissener wurden die Kämpfe, oft Mann gegen Mann. Wieder ein Signal. Diesmal finden die Ausgräber ein Essgeschirr. Die Versorgungslage der 1943 eingekesselten Soldaten war katastrophal. Die Wochenschaubilder täuschen. Es tobte ein gnadenloser Existenzkampf. Viele Lanzer fürchteten den Hunger mehr als russische Granaten. Die Felder des Totenreichs tragen ihre Namen nicht zu Unrecht. Historiker sprechen im Zusammenhang mit Stalingrad von insgesamt etwa 1 Million Toten. Der Spaten kratzt auf Metall. Ein Stahlhelm. Den Experten ist sofort klar, hier liegt ein gefallener Soldat. 70 Jahre nach der Schlacht. Er gehörte zur Roten Armee. Doch wer war dieser Mann? Woher kam er? Wie alt war er, als er starb? Wenn du kommst und siehst, dass die Leute, die hier unsere Heimat verteidigt haben, sind nicht einmal begraben worden. Das für mich eigentlich ist eine undenkbare Geschichte. Galina und ihre Helfer wollen den Toten eine würdige Ruhestätte geben. Dieser Rotarmist wurde wie so viele nach der Schlacht einfach auf dem Feld liegen gelassen. Seine Füße stecken noch in den Stiefeln. Die Mannschaft birgt vorsichtig den Verstorbenen. Galina rekonstruiert seine letzten Sekunden. Anscheinend hat ein Granatsplitter seinen Helm durchschlagen. Ihre Gefühle? Trauer. Immer wieder Trauer. Ich fühle mich wie diese Mutter, wie diese Ehefrau, wie diese Tochter. Denis der Jabkin befreit den Gefallenen von seinem Stahlhelm. Dieser Tote von Stalingrad wird ein würdiges Grab bekommen. Es war hier eine Hölle, weißt du, was hier passiert ist. Gegen Panzer mit Granaten und mit Gewehren und richtige Unterstützung von den Flugzeugen. Für mich sind das richtige Helden. So sah die Heldenverehrung auf sowjetisch aus. Und so sieht sie bis heute aus. Gigantismus, der die eigene Größe feiert. Stalingrad wurde zu einem Symbol, ein Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Stalingrad versetzte Deutschland einen psychologisch entscheidenden Schlag. Viele glaubten nicht mehr an den Endsieg. Doch das Sterben ging weiter, auf beiden Seiten. Im Schatten der Mahnmale fragen Angehörige von unzähligen Vermissten bis heute, was ist mit meinem Mann, meinem Vater, meinem Großvater geschehen? Galina Oreschkina kann Antworten geben. Zwar nur wenigen, aber immerhin. Unter dem Skelett lag eine Kapsel, die Erkennungsmarke der Rotarmisten. Ein Glücksfall, denn viele Soldaten sahen in diesen Kapseln ein böses Omen und warfen sie kurzerhand weg. Es ist eine wahre Zeitkapsel. Die wichtigsten Informationen über den Gefallenen sind hier vermerkt. Ein Leben auf einem Streifen Papier. Kuzma Fedorowitsch Romanow kam aus dem sibirischen Altaigebirge, entziffert Galina die blasse Bleistiftschrift, um im Alter von 20 Jahren bei Stalingrad zu sterben.
Eine Familie hat nun Gewissheit. Die Funde des Grabungsteams werden grenzüberschreitend ausgewertet. Wehrmachtserkennungsmarken an den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes weitergeleitet. Private Funde vom Schlachtfeld. Ein gereinigtes Taschenmesser enthüllt den Namen seines Besitzers. Ebenso wie das Essgeschirr aus der Grabung. Essen. Ein entscheidender Vorteil für die Truppen der Roten Armee in Stalingrad. Ihre Nachschubwege waren gesichert, während die eingekesselten Wehrmachtssoldaten immer weniger Versorgungsflüge erreichten. Die Feldflugplätze gingen verloren. Die letzten Maschinen, die Stalingrad erreichten, hatten eiserne Kreuze an Bord. Die 6. Armee verhungerte. Was ist von dieser Tragödie heute noch zu sehen? Die pulsierende Stadt an der Wolga, die seit 1961 Wolgograd heißt, präsentiert etliche Denkmäler, Monumente des Erinnerns. Aber im täglichen Leben ist von einer der größten Schlachten des Zweiten Weltkriegs nichts mehr zu erkennen. Wolgograd, die Stadt auf dem Schlachtfeld, lebt Normalität. Die 1943 völlig zerstörte Stadt hat inzwischen über 1 Million Einwohner. Doch dieses Haus blieb so erhalten, wie es die Truppen im Februar 1943 verlassen haben. Es ist einsturzgefährdet, Zutritt nur mit Ausnahmegenehmigung. Das Gebäude symbolisiert ein besonders brutales Kapitel Stalingrad. Häuserkampf. Die Front verlief oft zwischen einzelnen Stockwerken. Im Dach saßen die Deutschen, darunter die Russen. Oder umgekehrt. Häuser, Wohnungen, Zimmer wurden zur Kampfzone. Dennoch versuchten die deutschen Soldaten, den Kontakt zu ihren Lieben zu Hause nicht abreißen zu lassen. In den Kellern des Panoramamuseums von Wolgograd wurden kürzlich hunderte Briefe entdeckt. Bisher lagen sie weitgehend unbeachtet im Keller. Feldpostbriefe, über 500. Ausgewertet wurden sie noch nicht. Das Tragische, sie erreichten ihre Adressaten nicht mehr. Es starteten keine Flugzeuge mehr aus Stalingrad heraus. Und die Post aus der Heimat, die abgeworfen wurde, wurde nicht mehr zugestellt. Die militärischen Strukturen waren Ende Januar 1943 endgültig zusammengebrochen. So landeten die Postsäcke schließlich im Museumskeller. Die letzten Briefe aus und nach Stalingrad. Die Verlobte hatte ein Foto geschickt. Mit sehnsüchtigen Zeilen. Der Brief an den Vater spricht gezwungen neutral von sehr schweren Kämpfen. Ein Lanze hat dieses Foto seines Neugeborenen nicht mehr gesehen. Die Feldpost war für die Soldaten die wichtigste Verbindung mit den Liebsten in der Heimat. Ihr Inhalt vermittelt ein ganz anderes Bild als die Propaganda des Staatsapparates. Liebling, die Zeit ist knapp. Ich bin todmüde. Sowas zu erleben, hätte ich nie geglaubt. Ich wundere mich nur, wie ich es aushalte. Schreibt einer vergebens an sein Fräulein Klärchen. Der Fund der Briefe im Museumskeller enthüllt zwischen den Zeilen die Stimmung der Eingekesselten. Ihr Tenor, der Untergang der 6. Armee war nicht mehr abzuwenden, auch wenn die offizielle NS-Propaganda immer noch Durchhalteparolen an die Wolga schickte. German Kolobrod interessiert sich für die inoffizielle Seite der Geschichte. Er erforscht den Untergrund von Wolgograd. Ein riskantes Unternehmen, das er nur mit einer Spezialgenehmigung durchführen kann. Der Museumsmitarbeiter weiß, dass viele Abwasserkanäle, Tunnel und Keller im Krieg vermint wurden und dass viele Sprengfallen nie geräumt wurden. Bis heute. Er will die Spuren sichern und dokumentieren. Im Untergrund von Wolgograd liegen die Relikte des allerletzten Akts der Schlacht von Stalingrad, unberührt. Eine Gasmaske.
Bis zu 10.000 deutsche Soldaten sollen sich auch nach der Kapitulation in der Unterwelt von Stalingrad verschanzt haben. Und es gibt Belege in den sowjetischen Archiven, dass einige bis März 1943 weitergekämpft haben. Ihre Hinterlassenschaften, wie diese Munitionskiste, entdeckt German bei seinen Erkundungsgängen, die Hobbyforschern strengstens verboten sind. Die sogenannten schwarzen Arbeiter, die Raubgräber, werden von der Polizei verfolgt. Ein Essbesteck. German will sich gar nicht vorstellen, wovon sich die Lanzer in den letzten Tagen ernährten. Statt Hilfe gab es im Radio eine Leichenrede. Hermann Göring zog den Bogen zu der Schlacht an den Thermopylen, die keiner der antiken Helden überlebte. Es wird auch einmal heißen, kommst du nach Deutschland zu Berichte, du habest uns in Stalingrad liegen sehen, wie das Gesetz, das heißt, das Gesetz der Sicherheit unseres Volkes es befohlen hat. Zynisch empfanden die noch lebenden deutschen Soldaten den Vergleich ihrer Situation mit dem Heldentod der Spartaner. Am 2. Februar 1943 kapitulierten die letzten deutschen Truppen. Rund 100.000 deutsche Soldaten gingen in Kriegsgefangenschaft, nur 5.000 kehrten heim. Der von Göring missbrauchte Heldenmythos der Spartaner. Ihre Spuren können wir heute noch entdecken. An den Thermopylen, den heißen Toren, stellten sich 480 vor Christus 300 Spartaner einer gewaltigen Übermacht entgegen. Mit hunderttausenden Soldaten war der Perserkönig aufgebrochen, um die Griechen zu unterwerfen. Bei einer strategisch wichtigen Engstelle zwischen Meer und Gebirge, eben jenen Thermopylen, versuchten die 300, die Invasion zumindest aufzuhalten. Jeder Tag zählte im Freiheitskampf der Griechen, damit die Bevölkerung fliehen konnte. Sie setzten auf die strategische Lage ihrer Verteidigungslinie und auf die legendäre Tapferkeit der Spartaner. Genau hier haben sie sich der persischen Übermacht entgegengestemmt. Ausgangspunkt für ein Experiment, das der Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen, Wolf-Dietrich Niemeyer, mit seinen Kollegen unternimmt. Sie wollen den Bericht des Geschichtsschreibers Herodot nachprüfen. Ein Verräter soll den Persern einen Ziegenpfad über die steilen Berge gezeigt haben, in den Rücken der Spartaner. Niemeyer fährt ins Kalidromusgebirge. Hier irgendwo muss der Pfad gewesen sein. Magnus Briem hat sich zu Fuß aufgemacht. Das Gelände ist unwegsam und unübersichtlich. Auf der modernen Passstraße kein Problem. Doch die führt zu weit um die Thermopylen herum, wie die Archäologen schnell erkennen. Briem findet einen schmalen, zugewachsenen Gebirgspfad. Der führt tatsächlich auf kürzester Strecke hinter die einstige Stellung der Spartaner. Diesen Weg könnte der Verräter genommen haben. Trotz des schwierigen Geländes erreicht Magnus fast gleichzeitig mit den Autofahrern die Passhöhe. Herodots Bericht ist glaubwürdig. Eine schnelle Umgehung der Spartaner bei den Thermopylen war möglich. Und damit saßen sie in der Falle. Keiner der 300 überlebte. Trotzdem oder gerade deswegen wurden sie zum Mythos. Sie hatten den übermächtigen Feind 3 Tage aufgehalten. Doch der Weg der persischen Armee war nun frei und führte sie direkt bis zum sagenhaft reichen Heiligtum von Abai. Niemeyer hat vor wenigen Jahren den Kultort identifiziert, der von den Persern geplündert wurde. Sicherlich war dies auch eine Machtdemonstration, natürlich die Heiligtümer zu zerstören und damit nachzuweisen, dass man stärker ist als die Götter der Griechen.
Abai war in der Antike so berühmt wie Delphi. Deshalb besaß das Heiligtum hohe Symbolkraft. Bei ihren Untersuchungen der Apollo-Tempel von Abai entdeckten die Archäologen die persischen Zerstörungsschichten. Besonders augenfällig ist eine Lage von Steinen, die ein flaches Dreieck bilden. Die Steine sind die Reste des gemauerten Giebels des Tempels, der von den Persern niedergebrannt wurde. Die Ausgrabungen von Abai haben Herodots Geschichtsschreibung bestätigt. Und er berichtet auch vom Scheitern des persischen Unternehmens. Die Griechen hatten sich inzwischen organisiert, zusammengeschlossen und die Perser schließlich in zwei Schlachten besiegt. Das Opfer der Spartaner war also nicht umsonst. Ihnen wurde bei den Thermopylen ein Denkmal gesetzt, dessen Verse bis heute nachhallen. Oxein angelein, lakedaimonios, hotitäde, keimentatos kenon, remasi peitomenoi. Was Schiller so schön übersetzt hat: Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Das sind die Worte, die Göring für Stalingrad missbrauchte. Hier genau am letzten Verteidigungstor fiel der letzte Spartaner. Für ihren Anführer Leonidas wurde ein Ehrenmal errichtet, das längst vergangen ist. Doch noch immer findet man die grünen Steine aus Sparta. Stumme Zeugen für die Schlachtfeldarchäologen von heute. Ihre Arbeit zeigt immer wieder auf erschütternde Weise, wie der Einzelne in das vernichtende Getriebe der Weltgeschichte geraten kann. Galina Oreschkina hat die in dieser Grabungskampagne entdeckten Stalingrad-Opfer beerdigen lassen. Die Toten, die sie nicht identifizieren konnte, ruhen in diesem Gemeinschaftsgrab.